und herzlich willkommen zum Bautagebuch des Zen Gardens. Ja, heute ist nicht Samstag, nicht Sonntag, heute ist Freitag. Aber ich wollte Ihnen einfach mal zeigen, wie viel los ist. Hier sehen Sie, hier werden mittlerweile auf der anderen Seite des Zen Gardens werden die ganzen Baumaterialien wie Kies, Sand und Ziegel angeliefert und gelagert. Die Toilette wurde versetzt. Den Brunnen gibt es natürlich immer noch. Aber die Haupteinfahrt, Sie sehen die Herren, die da rumstehen, da werden bereits die Natursteine angebracht. Und ich muss sagen, ich habe da jetzt ein paar Tage lang auch mal immer kurz zugeschaut. Der Herr, der das macht, der kann das richtig gut. Und er macht sein Leben lang natürlich nichts anderes als mit Steinen. Aber er hat einfach den Dreh raus, wie er die klopft, hinmacht und so. Schaut auch, wenn man ganz nah hingeht, auch richtig gut aus. Mein natürlich jetzt nicht. Bin ich natürlich jetzt dezent und gehe weiter dran vorbei. Hier sehen Sie, da stand immer eine Cocatero-Palme drin. Und oben war unser Solarlicht drauf. Ist natürlich jetzt gerutscht. Warum? Sie sehen es am Boden. Hier wird schon angefangen, alles vorzubereiten für den Fußweg später. Ja, hier der kleine Kiosk und Empfang. Sie sehen oben, Dach ist bereits fertig. Wobei ums Dach herum muss noch einiges gemacht werden, ganz klar. Aber Regenschutz ist da. Und wie es der Zufall will, vorgestern war das Dach fertig und gestern hat schon geregnet. Und diesmal ist das Haus trocken geblieben. Ja, schauen wir hier weiter. Ja, es wird mittlerweile wird verputzt und ja, einige andere kleine Tätigkeiten. Zum Beispiel sehen Sie, der Herr, der hinten von dem Gerüst runtersteigt, der bringt bereits die Metallschiene an, die das Dach schützt, denn der Styropor soll ja von außen nicht nass werden. Ja, innen drin werden die letzten Elektroschächte geklopft, Leitungen verlegt, Boden ausgeglichen, Wand verputzt. Da gehe ich jetzt nicht rein, weil wie gesagt, da sind einige Leute drin. Aber ist doch super. Es nimmt richtig schön Form an. Ja, ich bin begeistert. Ja, hier liegt auch immer noch Material. Das sind unsere Thermoziegel, normale Ziegel, die wir für den Mauerbau benutzt haben. Und Sie sehen schon, wir haben jetzt hier innen einen Zaun aufgebaut. Einen ganz leichten Drahtzaun, weil hier lagen im ersten Bauabschnitt immer die Baumaterialien. Und Nathalie möchte jetzt mehr und mehr pflanzen und das Ganze wieder dementsprechend weiter voranbringen. Und dann muss man es abgrenzen, weil sonst wird es für andere Dinge benutzt. Und hier sehen Sie noch Luciana, unseren Kapatas, der den Sand, der geliefert wurde, in die Pflanzenkläranlage schüttet. Wir gehen davon aus, wetterabhängig sind nochmal 3 Lieferungen notwendig. Und dann haben wir den gesamten Sand, den wir benötigen. Weiter rum die Kamera schwenken. Und da das Kincho. Oben fertig, Leitungen sind auch schon verlegt. Innen drin fehlt natürlich noch der Boden, kommt aber auch noch. Aber wie gesagt, oben alles fertig. Ventilatoren hängen schon drin. Netzwerkleitungen sind auch schon verlegt. Die Vorbereitungen dafür sind schon drin. Das Kabel selber ist noch nicht da, denn dazu sollte dann auch der Serverraum erst fertig sein. Ja, davor ist dann die Feststoffgrube. Ist ja auch schon seit, oh, ich glaube, jetzt 2 Wochen oben der Deckel drauf. Das Wetter war nur, wie gesagt, immer sehr wechselhaft, so dass wir die Sandlieferungen für die Pflanzenkläranlage, die wir erst, also wir wollen erst den Sand in die Pflanzenkläranlage vollständig einschütten und da fehlen uns eben noch etwa 3-4 Sandlieferungen. Die konnten wetterbedingt nicht gemacht werden, denn wenn es zu stark regnet und in den letzten Wochen war die Einfahrt bei uns ja noch nicht geteert, konnte der LKW nicht reinfahren, weil er einfach zu schwer war für die Steigung und es war eben nur Sand und da sind die Reifen durchgedreht. Dahinter sehen Sie, das ist das erste oder das die Sockel und die ersten Säulen fürs Erdgeschoss für das Haus Orchidee, für das größere. Ja, und man sieht schon sehr schön die Aufteilung. Wenn Sie unser Exposé haben, legen Sie es einfach neben das Video. Vorne ist die überdachte Terrasse. Dann kommt die Wohnküche. Und rechts hinten sieht man so am Boden so ein kleines Eck.
Da kommt die Toilette hin und ganz hinten geht dann die Treppe nach oben. Nebenan das Haus Kolibri, genau das gleiche. Und hier fängt man heute an und es werden diese Holzstützen bereits reingesetzt. Das heißt, man möchte hier, wenn die dann gesetzt sind, die Decke gießen. Ja, bin gespannt. Genügend Holz haben sie ja in den letzten Tagen hergebracht. Ich gehe davon aus, sie werden die Holzstützen in beide Häuser reinsetzen, damit sie die Decke auf einen Schwung durchgießen können. Aber wie gesagt, ich lasse mich überraschen. Auf jeden Fall, es sind momentan richtig viele Leute da, Bauarbeiter da und es geht in richtig schnellen Zügen voran. Ach, das macht einfach Spaß, sich das täglich anzuschauen und man sieht die Schritte. Ja, ich schwenke fertig. Ja, und der Kinjo, wo ich drin stehe, ist genau wie erwartet das neue Zentrum geworden. Egal, ob es regnet und meistens scheint natürlich die Sonne. Hier sind die Leute dann in der Pause, wenn es regnet, zum Schutz vor dem Wasser. Und ja, der Kinjo ist genau wie es auch geplant war, schon jetzt während der Baustelle das Zentrum geworden. Das Aufenthaltszentrum. Ja, ja, hier sieht man auch, an einer Säule sind die An- und Ausschalter für die Ventilatoren und auch die Regulierungsschalter. Und das, was Sie jetzt noch sehen, die zwei orangen Schächte, das werden wir natürlich dann alles entweder anmalen oder verkleiden, sodass das auch nicht mehr so stark zu sehen ist. Aber wie gesagt, ist nur an einer Säule. Die anderen haben alle natürlich keine Kabel. Wir führen die Kabel natürlich nur an einer Säule, in dem Fall an einem Holzpfeiler nach oben. Ja, das war's für diese Woche und ich hoffe, das hat Ihnen jetzt genauso viel Freude gemacht zu sehen, was sich alles getan hat. Ah, Moment, ich könnte noch einmal Ihnen auch das Bild von außen zeigen, denn außen hat sich auch einiges getan. Der Gehweg ist soweit vorbereitet, das heißt, es fehlt hier nur noch die letzte Schicht. Da haben wir uns auch was ganz Schönes, ja, ausgedacht ist zu viel gesagt. Im Endeffekt haben wir das bei anderen Grundstücken gesehen. Und zwar kann man Muster in den, also farbliche Muster in den Gehweg hier reinmachen. Und genau das haben wir auch vor, dass das eben auch hier wunderschön zur Anlage passt. So, hier sieht man es. Gehsteig ist fertig. Das müssen wir natürlich hier noch begrünen. Gehsteig ist fertig. Einfahrt ist fertig. Hier haben wir schon angefangen zu bepflanzen. Das heißt einfach mit Gras. Und wie gesagt, das werden wir natürlich dann auch vorziehen auf die Schräge, dass bei einem Regen die Graswurzeln eben das Erdreich halten und die Erde nicht weggeschwemmt wird. Ich gehe jetzt nochmal weiter vor. Ja, wie gesagt, hier werden die Abschlussstücke und auch die Regenrinnen am Dach angebracht. Hier zum Haupteingang für die Fußgänger. Da fehlt natürlich noch alles, aber hier beim Haupteingang für die Fahrzeuge, da ist auch schon alles vorbereitet, da fehlt nur noch die letzte Schicht. Und Sie sehen, hier auch von außen werden die schönen Natursteine ans Tor angebracht. Ja, ich sage einfach mal, stellen Sie sich vor, wenn die ganzen Natursteine dran sind, hier das Ganze ist in Ocker angemalt, daneben geht die Mauer weiter in Ocker. Das sieht richtig schön aus. Ja, schaut mal, hier sind wir gerade bei unserem Schlosser in seiner Werkstatt und das hier ist das Einfahrtstor zum Parkplatz. Das ist noch nicht fertig, er ist dabei, es zu verarbeiten, aber das sieht doch schon wirklich, wirklich gut aus. Und es ist schön stabil, hat diese Kassetten, sodass es auch hübsch aussieht, ist richtig hier massiv, wie ihr sehen könnt, hier richtig massiv, ja. Also das ist ein ganz ordentliches Einfahrtstor und das für den Gartenteil, das ist auch schon in Vorbereitung. Da gehe ich gerade mal rüber und drücke auf Pause, damit ich die Mitarbeiter nicht ungewollt filme und dann zeige ich euch den Rest. So, schaut mal, das ist die Vorbereitung für das Gartentor. Das ist ja etwas kleiner und da sind schon die Platten und der Rahmen steht auch in der Nähe und das wird dann auch für nächste Woche fertig gemacht. Also ihr seht, auch auf dieser Ecke geht es voran. Und ja, überall wird gearbeitet für den Zen Garden Paraguay. Ja, aber das war's für diese Woche. Ich hoffe, wie gesagt, dass es Ihnen genauso gefallen hat, wie es mir oder uns gefällt. Hat Ihnen das Video gefallen? Daumen hoch. Sind Sie noch nicht Abonnement von uns? Jetzt wird's aber Zeit. Dann werden Sie automatisch informiert immer,
wann es die neuesten Videos von uns gibt. Ich wünsche Ihnen eine schöne nächste Woche und freue mich, wenn Sie Ende nächster Woche wieder bei uns vorbeischauen. Bis dann. Tschüss.